There is a reason why space is infinite and we are not. Liftoff of mission 41B. It is our call to dispense from all earthly state of things and to follow this invitation to discover what's behind the world we know. Mission complete, Houston. Unexpected. Struggling. Finding ground. After serving the world for achieving something that is new. It's come to a final stop. This is your commander on an intergalactic mission. We copy your will, stop. Let me take you on that trip through foreign galaxy in a spaceship that is lighted by your curiosity and your bravery. Lean back. Breathe. The intergalactic rocket is ready for takeoff, waiting for you to join. Hallo liebes Publikum im Studio, hallo liebe Zuschauer da draußen aus dem World Wide Web. Herzlich willkommen bei Intergalaktisch Live. Mein Name ist Komnen Tadic und ich darf Sie heute durch die Sendung begleiten. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir befinden uns gerade im Studio Cosmic der HTWK Leipzig. Wir sind tatsächlich live und möchten euch die Chance geben, nicht nur Signale zu empfangen, sondern auch, dass ihr uns Signale zuschickt. Das Ganze könnt ihr direkt in unserem YouTube- und Facebook-Stream oder über Twitter unter dem Hashtag Intergalaktisch tun. Die unterhaltsamsten Kommentare, Space-Grüße oder eure Fragen an die Band blenden wir hier unten ein. Kommen wir nun zu unseren Gästen des Abends. Vor knapp 5 Jahren haben sie sich gefunden. Während den ersten gemeinsamen Jams haben sie sich nach einem Buchtitel von Erich Kästner benannt. Relativ zügig kam dann auch das erste Album, erschienen auf Treibender Teppich Records. Für mich immer noch eine heiße Scheibe. Momentan fallen sie noch an ihrem neuen Werk, Der große Sprung. Wir haben heute das Vergnügen, schon vorab ein paar Stücke daraus zu hören. Ich bitte um einen großen Applaus. Hier kommt Fabian. The sister of your mom, get it right.
believers of time. Hallo Witzikow, darf ich das gleich geben? Ja. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön, dass wir hier sein können. Sehr gerne. Wie geht's dir? Gut, fantastisch. Bist du aufgeregt? Ja. Ja, aber ganz entspannt. Ich muss sagen, wir haben beide seltene Namen. Kannst du uns sagen, woher dein Name kommt? Böhmisch. Böhmisch? Mhm. Würdest du uns auch einmal kurz den Rest der Band vorstellen? Gerne. Jonas. Max. Da hinten haben wir noch den Torben. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, kommt der nächste Song und nochmal ein kräftiger Applaus für Fabian. W-A-L-D W-O-L-K-E W-A-L-D W-A-S. Rock the white and the blue. Try to put them together to waves. Rock the white.
share. Virgin bones to the borders. Now you might share. Grab the white and the blue. After days of constant burnings, I can finally hear your mournings. Flames couldn't melt it, but it differently fitted to your steel. I had to go out of the heat. This is how I take the lead. So while I walk on the array, I found a needle in the hay. Needle in the hay. Needle in the hay. Make me smarter. Dim boy, harder it is hard. Warmth doesn't make me smarter. Dim boy, dim, dim boy, dim boy.
I found some silver in the grime. And while you sleep at night or day, I'll bring these things to a place. Your sleeping body is my task, and afterwards you ask how I did it. Liquid metal, feel the shot, messed up blood. Now it's tricky to find the right spot. Your pulsating beans are all. Make me smiter. Dim boy, hide it is hard. Warmth doesn't make me smiter. Dim boy, dim, dim boy, dim boy. Ja, das war gerade Cry Boo vom Album Der große Sprung, welches nächstes Jahr erscheint. Darüber werden wir gleich noch quatschen. Hier schon das erste Signal von euch. PrettyNoise.de schreibt, Fabian ist gleich Hashtag intergalaktisch gut und ein Herzchen dahinter. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, also hier nochmal der Aufruf eigentlich an euch, ihr habt immer noch die Möglichkeit, uns eure Frage an Fabian zu schicken, weil es geht gleich zum Talk. Und vorerst wollen wir zuerst zurück zu den Anfängen der Band gehen, weil Max und Jonas gingen nach Leipzig, um Musik zu machen. Nach ein paar kleinen Startschwierigkeiten haben sie in der Kneipe Dr. Seltsam eine Annonce aufgehängt und so Vitico und Torben kennengelernt. Wir haben mit der Band über den Beginn ihrer Reise gesprochen und dabei ist dieser kurze Film entstanden. Viel Spaß! Weil man zieht halt in diese Stadt und denkt so, jetzt geht's hier Schlag auf Schlag irgendwie und dann passiert erstmal vier Wochen gar nichts. Das waren halt nicht die Erwartungen. Das kam uns halt irgendwie total neu vor, diese ganze Musikwelt irgendwie, dass man einfach ziemlich straight einfach Musik denkt und total nach vorn. Und dann dachten wir halt, okay, wir suchen jetzt mal. Man kommt da nicht so einfach rein, ohne sich irgendwie da bewiesen zu haben bei und gespielt zu haben. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie Plan haben, was sie machen. Und das war genau die richtige Umgebung, in der ich dachte, da kann ich irgendwie was machen. Das ist einfach nur eine Feeling-Sache, ob man mit jemandem zusammenarbeiten kann oder nicht. Dann kam dann irgendwann in der Probe Portishead, glaube ich, auf der Name. Und den Namen kannte ich von ihr. Und dann ist mir ihr Name wieder eingefallen und dann habe ich sie angerufen. Ob ich mitkommen will, er hat da so zwei Typen kennengelernt, die spielen beide Gitarre und er spielt Schlagzeug, ob ich singen will. Eigentlich war das schon so ziemlich das, was ich die ganze Zeit mir vorgestellt habe. Wir wussten halt irgendwie noch nicht ganz genau, was wir eigentlich für eine Musik machen wollen. Also wir haben uns einfach gefunden und haben gemerkt, es funktioniert und dann haben wir halt einfach drauf losgeschrieben und dann waren halt Songs relativ schnell fertig. Und dann haben wir die einfach relativ schnell aufgenommen. Und danach beginnen wir dann sich, glaube ich, irgendwann zu fragen, was man eigentlich für Musik machen will. My dreams overwhelm me.
Willkommen zurück im Studio Cosmic. Fabian sitzt jetzt hier bei mir und wir werden uns jetzt ein wenig unterhalten. Wir haben sogar eine Publikumsfrage. Wie kommt's, dass Erich Kästner Inspiration für den Bandnamen war, möchte Janine Schönefeld wissen. Ich glaube, das ist ja eine gute Frage für dich. Ja, ich glaube, es war ein bisschen kontextgebunden, weil ich zu der Zeit Praktikum gemacht habe im Theater und da ging es auch so ein bisschen um so die 30er Jahre und so Europa, wie sich Europa eigentlich zusammensetzen sollte und könnte. Und ja, Erich Kästner, das Buch ist ja irgendwie auch so ein bisschen so eine Schilderung einfach. Und dann ist uns auch nichts Besseres eingefallen und dann dachten wir, ja, also, gut. Hat euch die Idee dann gefallen quasi von dem Buch? Ja, es war aus der Not geboren, weil wir zusammensetzen. Also das ist auch so. Ja, also wir hatten nicht unbedingt eine bessere und die war auch nicht so schlecht und dann dachten wir, okay. Immer noch glücklich mit dem Namen? Das Gute ist, er wird immer besser, weil das manifestiert sich dann irgendwann und irgendwann geht man dann weg davon von diesem Namen und dann ist es nur noch so ein Begriff. Ist ja, gut. Wo wir eigentlich eh gerade hier bei den Anfängen sind, ich meine, es war ja so, ihr habt ja diese Annonce geschaltet, also ihr beiden, Jonas und Max, und seit dann habt ihr die zwei kennengelernt und seid ihr quasi gleichzeitig neben dem Band werden, seid ihr auch sozusagen Freunde geworden, würde ich mal behaupten einfach, oder? Mal so sagen. Und ja, Torben, eigentlich jetzt an dich die Frage, wie sind so die Rollen in der Band, wie ist die Rollenverteilung? Jonas bringt meistens Bier mit. Nee, Wittico stimmt gar nicht. Nee, also, ja, wir sind die Rollenverteilung. Also, wir haben eine sehr flache Hierarchie, würde ich sagen. Wir haben auf jeden Fall Max eher in der bandleitenden Rolle, würde ich sagen. Der sagt so, das Zusammenraufen sich quasi organisiert so ein bisschen und so. Ja. Ein bisschen aufs Maul haut und so. dann, also, falls Wittico singt. Ich wollte dich ins Wort werfen, falls irgendjemand was anders sieht bei dem Ganzen, den kann er da, glaube ich, auch ganz gerne reinreden. ja, ansonsten, ich weiß nicht, ob wir das so genau, also ich glaube, die Rollen sind tatsächlich wirklich durch die Instrumente einfach festgelegt. Also jeder hat, nee, aber es ist ja wirklich, also es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand für den anderen irgendwie großartig unbedingt immer vorgeben würde, was er zu tun hat. Also manchmal grob, manchmal auch detailreicher, aber ich sag mal so, die Ideenfindung ist immer sehr, sehr gruppenhaft. Mhm. Würde ich so. Ja, klingt ja gut. Also auch können wir ja hier auch quasi einhaken mit den Namen. Das neue Album soll ja das kommende Album besser gesagt, soll ja der große Sprung heißen. Und ich glaube, Jonas ist hier der Fachmann für die Namen. Die Geschichte dazu ist ja eben, dass das ja eigentlich quasi eine Aktion von China war, um den Westen quasi einzuholen wieder, oder ebenbürtig zu werden. Da ging aber mega viel schief und ihr habt euch für diesen Titel entschieden. Kannst du uns da sagen, wieso und weshalb? Ja, jein. Ja, vielleicht ist es bei uns auch so ein bisschen, nur dass nicht so viele Leute sterben dabei. Aber vielleicht auch, dass wir einfach probieren, irgendwas Gutes zu machen. Wahrscheinlich geht es auch schief. Und ja, es ist vielleicht ein bisschen vermessen und ein bisschen dann auch wieder idiotisch. Und also, irgendwie schön. So ist ja auch der Name Fabian irgendwie, dass man dann denkt, man hat so eine Moralistenrolle und dabei hat man die ja, also haben wir ja auch gar nicht so, aber es behauptet man halt irgendwie einfach. Ja. Okay. Also der Plan kann auch nach hinten losgehen, aber es gehört halt dazu sozusagen. Ja, schon. Okay. Und dann auch gleich vielleicht beim neuen Album bleibend, hat sich die Art, Max, vielleicht kannst du das als derjenige, der hier quasi die anderen quält, beantworten, sage ich mal. wie hat sich die Art, wie ihr Musik macht, verändert jetzt im Vergleich erstes Album und aktuelles Album, an dem ihr noch feilt? Also im ersten Album gab es eigentlich keine Overdubs zum Beispiel oder nur ganz wenige Overdubs. Mhm. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass es beim zweiten Album viele Overdubs geben wird, auch mit anderen Instrumenten, was wir jetzt auch gleich hören werden. Ja. Und ich glaube, es gab auch zum Beispiel keine krassen Refrains im ersten Album und die wird es auf dem anderen Album, auf dem neuen Album geben. Und vorher waren die Songs sehr Part für Part und es war nie so dieser Popsong eigentlich,
gewollt. Und jetzt haben wir uns eigentlich auch ein bisschen dafür entschieden, mal einen Popsong zu machen. Und das erfordert dann, es ist auch schwer. Also. Das ist ja wieder der große Sprung ist, irgendwie. Das ist ja auch das Motto, ne? Ja. Das hat er gerade gesagt, oder? Ja, ja. Aber das hat, also. Die Songs, also wenn du nochmal zu den Songs willst, die Songs entstehen nach wie vor irgendwie im Proberaum durch Jams. Wir nehmen alles auf mit dem Handy und hören uns das zu Hause an, dann wird daran weitergearbeitet, dann wird beim nächsten Mal wieder daran gearbeitet und irgendwann entwickelt sich daraus was oder es wird halt auch wieder verworfen. Mhm. Aber es ist eigentlich immer dieselbe Herangehensweise. Also mal hat jemand was dabei, irgendwie, hey, ich habe hier eine Line, lass mal da was draus machen und so. Ja. Aber es ist eigentlich immer dieses Jam zusammen gewesen, nach wie vor. Was auch gut ist, weil da entstehen halt die Sachen, die man sich nicht ausdenken kann alleine. Okay. Verstehe. Ja, Vitico, wie stehst du eigentlich zu dem Namen, der große Sprung? Wie findest du den? Möchte ich auch irgendwie versuchen, jetzt ins Boot noch zu holen. Ich habe eine Zeit lang versucht, dann darüber nachzudenken und so ein bisschen, was kann man so für das ganze Artwork drumherum, was kann das überhaupt sein? So. Und da habe ich mich so ein bisschen schwer getan, aber ich finde das aus den Gründen, die Jonas schon gesagt hat, auch einen guten Namen. Mhm. Und mal schauen, was daraus wird. Das werden wir gleich erfahren, was daraus wird. Ich würde euch drei schon mal bitten, nach vorne zu gehen, denn wir hören jetzt gleich zwei Songs, zwei weitere. Ja. Euch drei nur erstmal. Video kommt dann gleich später dazu. Wir hören nämlich gleich zwei weitere Stücke vom neuen Album, jedoch in einer ganz besonderen Konstellation. Fabian hat sich Verstärkung geholt, aber vorher habe ich noch eine Frage an dich, Vitico. Wie schmecken denn die neuen Songs oder das neue Album? Grau, habe ich gesagt, ne? Grau hast du das letzte Mal gesagt, als ich gefragt habe, wie schmeckt Fabian? Ja. Hat sich, oder ist es immer noch? Grau. Grau. Ja. Bleiben wir bei Grau, mattgrau so. Mattgrau. Möchtest du das noch erläutern oder belassen wir es einfach dabei? Nee, das ist auch eine sehr subjektive Wahrnehmung jetzt von mir. Okay. Ja. Dann vielleicht nochmal für unser Publikum. Also das sollte keine Albumfrage sein. Eben Vitico hat mir mal erzählt, ich habe mich vorher schon mit den Mitgliedern natürlich getroffen. Und sie hat mir eben erzählt, um herauszufinden, was ihnen gefällt und was nicht, stellt sich die Band gegenseitig genau diese Frage, wie schmeckt das für dich? Für mich ist es eine sehr schöne Herangehensweise, um über Musik zu sprechen. Danke dafür, Vitico. Ich finde diesen Gedanken cool mit wie schmeckt's. Und ja, jetzt wollen wir zurück zur Musik. Hier kommt jetzt als nächstes, möchtest du es sagen, soll ich sagen? Pouring Skin, ne? Ja. Pouring Skin kommt als nächstes. Dann würde ich sagen nochmal Applaus. Hier ist Pouring Skin. In and out.
This is nobody, isn't, isn't it? 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 All you can say at one time, you could be the wall and the ceiling at one time. Oh, this is nobody, isn't, isn't it? This is nobody. Thank you.
my body's raptured down by a poet in the chronic, which is past. Ja, und damit sind wir am Ende unserer Show. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der HTWK Leipzig und der Fakultät Medien, die Intergalaktisch Live ermöglicht hat. Danke an unser Publikum hier im Studio für die wunderbare Atmosphäre und an unsere Zuschauer da draußen fürs Einschalten. Natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an Fabian. Fabian, thank you for the music. Macht's gut, auf Wiedersehen und bis bald. Stay cosmic. Danke. Just pop.